Ich glaube, ich probiere es jetzt erstmal mit der Blauforelle. Ich glaube, das ist einfacher. Wir haben ja jetzt schon die Wunderrute bekommen und damit können wir eigentlich ja, jeden Fisch für angeln. Aber ich glaube, ich brauche erstmal einen anderen Fisch. So, komm, holt euch den Dingpilz. Holt euch den Dingpilz, komm. Fischi, 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 Fischi. Komm her, Fischi, Fischi. Na also. Was sagt's denn? So, wir haben jetzt eine Digisardelle. Mit dieser Digisardelle können wir dann versuchen, mal größere Fische zu fangen. Wie zum Beispiel jetzt hier so. Sowas hier. Oder sowas hier. Mögt ihr Digisardelle? Ne, ihr mögt keine Digisardelle. Vielleicht doch die ganz großen Hände probieren. Wollt ihr Digisardelle haben? Digisardelle? Nö. Der will auch keine Digisardelle. Eventuell auch die anderen. Da ganz hinten. Wollt ihr Digisardelle? Ja, wer sagt dann? Blauforelle! Passt doch! Da will ich aber noch einen haben. Scheiße. Wie jetzt? Mache mir mal ein Zigarettchen. Verdammt! Ich habe zu spät reagiert. Zigarettenstopfen und Angeln funktioniert nicht so gut. Wobei, wenn man es genau nimmt, ich habe ja schon eine Blauforelle, was will ich mehr? Blauforellen sind ja auch scheinbar relativ einfach zu bekommen. Na, noch ein bisschen weiter rüber stellen.
Das müssten ja eigentlich die Blauforellen sein hier an der Stelle, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, wo die Blauforellen genau sind. Ich dachte auch, dass diese ganz großen hier hinten, dass diese hier die Blauforellen sind, aber scheinbar nicht. Ja, komm, holst dir. Ey. Wahrscheinlich mit euch. Seid ihr auch blau? Ja. Noch ein kleines Stückchen rüber. Oh. Das ist doch ein guter Wurf gewesen, ne? Ihr wollt mich wohl verarschen, oder? Jetzt habe ich meinen Fisch hier, jetzt hocken die Blauforellen da drüben. Wenn sie wohl Blauforellen sind. Wenn doch Digibarbe oder so sei, keine Ahnung. Das erinnert mich an Animal Crossing. Könnte ich eigentlich mal wieder spielen. Animal Crossing New Leaf. Ja, komm. Ey, die Fische sind doch echt. Ja. Ich habe einen. Jetzt wenn rauskommen, komm. Jawohl. So, jetzt probiere ich mal mit der Blauforelle die anderen Dinger da hinten zu fangen, diese großen hier, die ganz großen. Ja, so nicht. So müsste es eigentlich passen. Ja. Ja, die mögen Blauforellen. So früh, ich hab noch Köder. Sollten wir dann auch noch ein bisschen drin lassen im Wasser. Egal, wie lange wir warten müssen. Weil wenn ich ihn jetzt rausziehe, das ist nämlich auch ein Bug. Wenn ich ihn jetzt rausziehen würde, würde ich keinen Köder mehr haben. Und ich sag mal so, ich habe nicht so viel Blauforellen. Komm jetzt her, beiß! Beiß jetzt da rein! Zieh dich dann an Land. Machen wir wieder das Fenster zu. Fischen kann anstrengend sein. Wie ist es eigentlich? Wie ist es eigentlich in der, also wenn man so richtig angelt? Also ich bin ja kein Angler und so. Also ich habe auch noch nie geangelt und ich weiß jetzt nicht, wie das so ist, wenn man so jetzt im Angelsportverein ist und dann so angeln tut und so und. An Flüssen oder an Seen oder sowas und
Ja, gerade eben mal wieder eine, so eine kleine Störung bei mir. Jetzt aber mal nochmal zurück zum Thema. Also ich selbst bin ja, wie gesagt, kein Angler und so. Ich kenne mich da auch kein Stück aus. Wenn ihr jetzt da so angelt, so am Fluss oder so am See oder sonst wo, wo man halt so, wo die halt so an, wo die Angel halt so angeln. Muss man da auch so lange warten, bis ein anbeißt oder so? Also man sieht es ja im Fernsehen aber manchmal, dass die auch so eine Stunde lang stehen und keinen Ton von sich geben. Ah komm, ich hab keinen Bock mehr. Oh! Doch, die Blauforelle hängt wirklich noch dran, ich glaube, ich spinne. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie das so bei euch anderen läuft. Ich kenne mich da nicht aus. Machen wir einfach mal einen Hashtag draus. Hashtag Petri Heil. Wobei ich muss auch sagen, ich habe keinen Plan, wie das mit diesen Hashtags funktioniert. Ne? Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder meldet euch mal bei Facebook. Dann könnt ihr mir gerne, wie das mit den Hashtags funktioniert. Ich habe nämlich keinen Plan. Ich weiß auch, dass man die dann anklicken kann und sonst was, aber... Ach, ich habe doch keinen blassen Schimmer von sowas. Meine Freundin auch nicht. Also diese großen Fische hier hinten sind schon relativ schwierig zu fangen. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Boah, guckt euch den Riesenbrocken an hier. Und der mag meinen Köder. Ah, komm da drauf. Jetzt hat es geklappt. Wobei ich muss ganz offen sagen, ich habe keinen Plan, was da rauskommt. Ich glaube allerdings, dass man diese riesen Brocken braucht, um Seedrammen zu fangen. Oh. Komm, 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 nein, nein! Oh Mann! Ey, der war gut. Der war echt gut geworfen. Komm her, du Sardelle. Dich brauche ich nämlich, weil ich will... Ich will noch so einen großen Fisch fangen. Rein theoretisch könnte ich mich jetzt auch wieder auf die Glückspilzsuche begeben. Rein theoretisch. Aber ich will so einen großen Fisch haben.
So. Magst du meinen Köder nicht? Wobei es gibt weder X da noch ein Herzchen. Ah, doch, er mag meinen Fisch. Er mag meinen Köder. Zu früh. Zu früh. Schon wieder. Ich meine, das Einzige, was ich hier schon mal gemacht habe, in Fisch, mit Fischfang und so, als Kind, an einem kleinen Gartenteich mit meist Goldfischchen rausgeholt. Danach mal kurz die Schuppen gestreichelt und dann wieder reingeworfen. Da dass der Kleine keine Blauforelle will, das klar. Die Blauforelle ist doppelt so groß wie er. Das war so ziemlich das Einzige, was ich in meinem ganzen Leben jemals mit einer Angel hatte. Wobei doch eine Kleinigkeit gab es noch, auch als ich ein Kind war. In dem See von der Firma, von meinem Vater, da habe ich da, also die Firma, wo mein Vater arbeitet, ne? Also da haben sie halt so zwei Seen, einen vorne und einen hinten und diese mussten ausgepumpt werden, weil die Wasserqualität in diesem See nicht mehr ganz optimal war und man wollte den See halt erneuern und so und da mussten halt die Fische raus. Ich weiß nicht mal, was es für Fische waren, aber wie gesagt, die Fische mussten halt raus und ja. Da haben wir dann an einem Tag halt mal die Fische rausgeholt und haben sie in mehrere Aquarien verteilt. Da wurde der See ausgepumpt und danach wurden die Fische wieder ausgesetzt im See. Ja, wir müssen hier halt bei diesen großen Fischen hier jetzt sehr vorsichtig sein, nicht dass uns die Angel reißt. Allerdings muss ich sagen, ist die Superangel. Oh, man sollte immer darauf achten, dass es nicht in den roten Bereich geht, also maximal gelb oder orange. Yeah, ein Digibarsch. Der ist erst 2,93 Meter lang. Scheiße. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass diese Fische sogar das Leben von meinem Dämon verlängern können. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich bei diesem Fisch war oder ob es die anderen waren, die ganz hinten sind. Aber bei einem Fisch verlängert. Ach, oh, komm schon. Bei dem einen Fisch verlängert sich das Leben von meinem Digimon.